ich kann mich kaum noch an die Orte überhaupt erinnern, aber ich weiß nur, dass es halt ein relativ geiles Spiel war. Aber das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich für die Ratchet & Clank Teile. Ja, irgendwie fehlt mir hier was. Ach ja, vorne ist das. Ah, wir haben es noch irgendwie rechtzeitig geschafft. Oh. Moment. Wo ist es denn aufgegangen? Ach so, hier drin. Ja, warte mal, Moment. Goldbolt gibt... Oh nein. Halt die Fresse. Danke, so. Was mal, wollte sie hier sagen? Jetzt hat mich dieses komische Video völlig aus dem Konzept gebracht. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Au, 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 au. So. Hä, oder war eine andere Goldbolt auch schon direkt hier? Um eine Ecke? Ey. So. So, wie war das jetzt mit dem Teil? Irgendwie... Hä, warte mal. Das Ding konnte man nicht kaputt machen, oder? Das hatte nichts damit zu tun, oder? Irgendwie habe ich das Gefühl, das Ding war da vorne drin, in dem Kasten. Naja, aber ich wüsste jetzt gerade spontan nicht, wie ich da reinkommen sollte. Da muss man mal gucken. Okay. Die Treppen sind ziemlich hoch. Das ist gut. So, ich wollte gerade sagen, hier irgendwann mal kommt das hier auch mit dem Fischi. So, also wie unser der Gerät hier, Hydrobeamer müssen wir mal benutzen. So, um den Fisch ein bisschen kaputt zu machen. So, gute Nacht, Fischi. Das war schön mit dir. So. Wow, nicht mal One-Hit bist du. Das ist ja übel hier. So, erledigt bist du. So. Ich glaube, okay, alles klar. Ich habe Goldbolt gefunden. Wir müssen einfach nur hier runterspringen. So, das ist wirklich diese eine Tür da gewesen. So, und die öffnet sich natürlich jetzt, wenn wir einfach hier von innen das öffnen. Ups. Hallo, wo komme ich hier raus? Wow, der Boden, der ist einfach so dunkel gewesen. Ich dachte so, komme ich jetzt irgendwie, weiß nicht, im Sumpf raus oder was ist hier los? So, aber klasse, wir haben jetzt beide Gold Bolts eingesammelt. Da müssen wir uns hier nicht mehr drum kümmern. So, kann ich jetzt eigentlich, wenn ich geil bin, einfach so darüber? Ja, da muss man nicht mal geil für sein. Es reicht, wenn man einfach Shardox heißt. Dann kriegt man das auch hin. Spaß, meine Lieben. So. Ba, 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 ba. Yo, jetzt springen wir mal hier weiter runter. Nee. Müssen wir eigentlich hier Wasser wieder auffüllen? Oder ist das nicht notwendig? Weil jetzt haben wir Wasser rausgepumpt. Für gewöhnlich pumpt man auch Wasser wieder rein. Sollte man aber dann erst machen, wenn es sich auch lohnt. Und mit Lohn meine ich ja, wenn da keine Fische rumgeistern und die einen töten wollen. So, deswegen. So, Gefahr beseitigt und rein mit dem Wasser. Ich hoffe auch wirklich, dass es alle waren. Wenn jetzt hier irgendeiner in der Ecke rumguckt, ja, und mich jetzt umbringt, ja, dann. Dann. Groß Wahlzeit, dann habe ich aber nur gelitten. So. Wie sieht das jetzt hier aus? Muss ich das Ding überhaupt entleeren? Keine Ahnung, aber wir tun es einfach. Ich gehe mal davon aus, dass wir das tun müssen. So, ich gehe jetzt einfach mal runter. So, ganz viele Fischis. Ja, wir müssen eindeutig, glaube ich, den Scheiß hier clearen. Weil sonst kommen wir wahrscheinlich, ja, weil wir sonst hier wahrscheinlich langtauchen müssen. Und sonst würden die uns fressen. Das wäre natürlich sehr mies. Gut, dann noch mal eine kleine Tauche-Action. Hä? Wo geht's lang? Ach, hier. So. Hier bitte noch einmal entfernen.
So, und jetzt einfach nur ein bisschen rüberschwingen. Ich glaube nicht, dass man hier sonst noch irgendwas Tolles beachten muss. So, und Hydro-Beamer, bitte voll machen. Oder bitte leer machen, denn wir haben da unten noch ein paar Fischis. Wir wollen wieder mal, dass die Fischis uns nichts tun. Deswegen, wir Fischis machen kaputt. So. Auch du? Du musst unterleiden. So, wie sah das jetzt hier aus? Ich habe irgendwie... Ich habe im Kopf, dass ich hier damals ein bisschen rumgetestet habe, aber... Was gibt es hier zum Rumtesteln? Man kann doch eigentlich nur das hier machen, oder? Ach so, ja, könnte eventuell sein, dass wir nochmal Wasser gleich leeren müssen, nachdem wir es wieder voll gemacht haben. Das kann natürlich gut sein. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das war. Ah, okay, jetzt irgendwie von hier kommen wir drauf. So, jetzt schauen wir. So. Müssen wir gucken, ob wir da so dran kommen oder ob wir... Nee. Habe ich mir nämlich schon gedacht. Das reicht nämlich nicht aus. So, da hinten können wir natürlich aus dem Wasser rausgehen. Da sind Treppen. Oder eher gesagt Stufen oder keine Ahnung. So, aber auf der anderen Seite nicht. So. Deswegen... Entleeren, einmal hoch und dann... Voila. Ist man auch schon oben. Drei Bomben und Schuhe. Yeah. So, hier ist es wieder dunkel. I can't see shit. Mir ist eigentlich aufgefallen, dass der erste Teil eigentlich schon ziemlich düster ist. Wir müssen das mal beim zweiten Teil mal ein bisschen beobachten. Ist der eigentlich auch so dunkel? Also ich meine, vom Kontrast her ist alles echt so sehr dunkel. So, so. Ihr zwei überrascht mich immer wieder. Betretet den Ring der Helden und ich gebe euch endlich, was ihr verdient. Ratchet, deine Vorsicht ist unangebracht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier ist irgendetwas faul. Hör auf deinen kleinen Blechfreund, Ratchet. Dein Schicksal ist nur wenige Schritte entfernt. Es ist nur, es gefällt mir einfach nicht. Das ist es. Quark hilft uns, den Vorsitzenden Drake zu stoppen. Vielen Dank auch, Clank. Du warst eine große Hilfe. Geh runter von mir, du Vollidiot! Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Was soll das heißen? Was meinst du, was es heißen soll, du Genie? Er wird uns nicht helfen, er wird uns töten. Du bist gar nicht dumm. Aber es gibt noch ein Problem bei deiner Theorie. Ich hab nicht vor, dich zu töten. Echt nicht? Nein, er macht's. Aber warum? Warum wohl? Das ist doch wirklich nicht so schwer zu verstehen. Ich bin der offizielle Sprecher von Drakes neuem Planeten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr zwei mein Comeback gefährdet. Es ist noch nicht vorbei, Quark. Nein. Aber... Na klasse, der liebe super-duper Held Quark ist also eigentlich nur ein Arschloch. Soweit haben wir jetzt festgestellt, ja. Zwar kein intelligentes Arschloch, naja, aber reicht ja schon aus. Der hat uns hier in diese missliche Lage reingebracht. Naja, eigentlich war das Herr Clank, aber ich verstehe ein bisschen den Dialog nicht. Irgendwie vorher hat doch, ja, Ratchet doch niemals was von Vorsicht oder so gelabert. Deswegen bin ich im Moment ein bisschen irritiert, wie gerade dieses Gespräch oder dieser Dialog einfach zustande kam mit von wegen, ja, bla, deine Vorsicht ist unangebracht, so, das kam einfach gerade ein bisschen komisch, oder habe ich das nur so ein bisschen gerade empfunden, weil vorher war doch eigentlich alles glasklar, also, ja, ist einfach so, wo bringen wir den denn jetzt in die Lava rein, ist das nicht irgendwie völlig egal, wie wir das machen? Ja, am besten führt man den halt hier hinten lang, würde ich sagen. So, hier gibt es noch schöne Blaster-Muni. So, komm mal her, mein Freund. Wow, wir haben den schon ordentlich was abgezogen. Die Hälfte hat er auf jeden Fall gleich schon weg.
So, und das einfach nur mit diesem billigen Blaster. So, jetzt macht er wieder seine overpowerte Kuppel. Aber das Dumme ja, oder beziehungsweise ja, das Dumme an ihm ist, ne, weil er einfach so dumm ist, der schießt sich einfach den Weg immer kaputt und landet dann letztendlich selber in der Lava. Das ist ja irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie doof ist das? So, merkt dann, oh, warte mal, das Ding ist ja heiß und fettig. Scheiße, wieso tue ich denn das? Kann ich nachdenken. Hände zu riesig. Kapazitäten ausgeschöpft. Überladen. So, kannst du eigentlich auch Nahkampfhits machen? Ich weiß gerade gar nicht, ob der das kann oder nicht kann. Oh, warte, da kommt was. Sieht spannend aus. Oh, 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 oh. Keine Ahnung, was es macht, aber ich bin einfach mal rausgesprungen. So, da bleibt er jetzt einfach so seelenruhig stehen, bis ich ihn halt weit genug runtergepowert habe, oder was? Ja. Anschließend geht er wahrscheinlich in die Lava und ja, dann sterben. Na dann würde ich sagen, mein lieber Freund, hauen Sie rein. Tja, ich würde mal sagen, wir haben es geschafft. Hä? So, weiß zwar jetzt nicht genau wohin, aber... Oh, warte. Die Platte ist ja wieder hochgekommen. Ah, warte. Heiß und fettig. Da müssen wir hin. Wozu mag dieser Infobot wohl gut sein? Vielleicht kann er dich ja ersetzen. Wir sind umzingelt! Wir sind umzingelt! Die Schiffe beschießen unsere Stellung aus der Luft! Das war ein bisschen zu knapp! Wir brauchen Nachschub! Sofort! Eigentlich brauche ich Nachschub. Meine komplette Einheit ist abgehauen und sie lassen mich ganz alleine kämpfen. Wenn der Feind diese Waschlappen nicht aufbringt, mach ich's. Ich schaff's nicht mehr lange. Fordere sofortige Unterstützung an. Ende und aus. Das sind Drecksschiffe, die den Planeten zerstören. Wir müssen diesem Kommando helfen. Das ist nicht dein Ernst. Mir reicht's. Ich hab die Schnauze voll. Captain Quark wird's noch leid tun, sich mit mir angelegt zu haben. Es geht doch nicht mehr um Captain Quark. Hier werden Unschuldige umgebracht. Ja? Diesen ganzen Heldenquatsch hab ich einfach satt. Ich hab selbst genug zu tun. Ratchet, du bist nicht mehr der Alte. Was weißt du schon über mich? Du hast die ganze Zeit nur Quark gesucht. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich weiß, dass du das Richtige tun wirst. Genau. Und was ich jetzt tun will, ist Quark finden. Wie startet man dieses Mistding? Weißt du es nicht mehr? Man braucht einen Roboteranlasser dafür. Ich starte das Schiff, wenn du diesem Kommando dafür hilfst. Toll. Erpressung also. Na gut. Halt einfach die Klappe und starte. Schon wieder da? Oh, sie reden mit mir. Ich führe doch keine Selbstgespräche, du Schwachkopf. Bist du sie losgeworden? Ja. Nein. Ich hatte da einen tollen Plan und dachte... Du dachtest? Du dachtest? Das Denken überlässt du besser mir, du Spatzenhirn. Du solltest einfach nur diese beiden Störenfriede erledigen, bevor sie uns richtigen Ärger machen. Ja, aber ich wollte doch... Willst du immer noch der hochbezahlte Sprecher meines Planeten sein? Ja. Wenn ich dir das nächste Mal einen Auftrag gebe, dann will ich Ergebnisse. Jetzt geh mir aus den Augen. Oh, 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 oh. Quark kriegt übelst Einlauf. Nee, nee, nee. Seine Probezeit wird nicht verlängert. Nee, nee, nee. Ja doch, scheinbar wohl. Planet Batalia. Stillgestanden, elende Deserteure! Wenn ihr Soldaten das nächste Mal unerlaubt abhaut, erschieße ich euch selbst! Moment, ich will einfach... Klappe, du Wurm! Siehst du die Bomber da? Wenn ihr nicht zu den Geschützen geht und die Schiffe vom Himmel holt, ist der ganze Planet im Eimer! Wir treffen uns am Stadttor! Er braucht unsere Hilfe. Ja? Dann geh ihm doch helfen. In die nächste Falle. Na los, geh schon. Das Böse bekämpfen. Ich bin wenigstens kein Feigling. Ah, ja, klar. Sobald ich Quark gefunden habe, wirst du verschrottet. Oh, 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 oh. Übertreib mal nicht. Also ich finde, also dieser Beziehungs, sag ich mal, diese Midlife-Crisis, die beiden jetzt haben, ne? Oder diesen Zorn, den Ratchet jetzt hat, ne? Der kommt zu schnell. Also das kommt ein bisschen,
ja, hart irgendwie so, also, ja, weiß ich nicht, es kommt irgendwie eiskalt von Ratchet ein bisschen rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Schönheit. Verwüster würde ich mir gerne holen, aber mir fehlen ein paar Bolts dafür. So. Ja, warte mal, ich weiß jetzt, hier ist auch oben jetzt gleich direkt ein Goldbolt. Allerdings weiß ich auch absolut gar nicht, wie ich da dran komme und ich habe es auch, glaube ich, noch nie gewusst. So. Ich habe mal die ganzen Goldbolts hier auch versucht zu sammeln und das Ganze auch ohne Internet und dies und das. Aber irgendwie bin ich zum Verrecken nicht drauf gekommen, glaube ich, bis jetzt. Wie man denn am besten... ups. Rutschpartie muss nicht sein. Wie man an den Goldbolt da oben an diesem Gebäude drankommt. Also vielleicht wird sich das mir jetzt gleich irgendwie erschließen auf einmal, so ganz randomly. Ja, aber wenn man so einmal sich im Kreis dreht... So wie ich jetzt gerade die ganze Zeit. Dann sieht man das auf die Schnelle jetzt nicht unbedingt. So. Warte mal. Ich weiß gar nicht, welchen Weg wir jetzt als erstes lang gehen. Ich weiß nur, dass wir hier einen Dietrich benutzen können. Und wir nutzen die Situation einfach mal. Wir haben hier einen Laser und zwei Blocker. So. Wo blocken wir denn am besten? Also wir... Ein Laser muss ja auf jeden Fall irgendwo reintreffen und sollte nichts versperren. Die einzig logische Position wäre also diese hier. So. So, das sind Dreierstrahler. So, in der Mitte würde das aufgehen. Ja, genau so meine ich das. Das kam jetzt irgendwie ein bisschen okay, cool rüber. Das ist das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, ich habe wirklich beim Dietrich-Rätsel, ja, nachgedacht. Nicht so wie bei den vorherigen Aufnahmen. So. Ich sollte wahrscheinlich echt wirklich besser abends aufnehmen. Das wirkt sich, glaube ich, ein bisschen schöner aus. Auf meine Intelligenz und so. Warte, Moment. Wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt hier hochgehe? Ja, wenn ich jetzt hier oben bin... Ja, warte mal. Wenn ich jetzt hier oben bin... Wer sagt mir denn, dass ich nicht einfach darüber gehen kann? Ist das jetzt nicht irgendwie... das kleinste Übel? Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt hier noch höher gehen kann. Scheinbar nicht. Aber von hier aus sieht das doch el posible aus, da einfach rüber zu jumpen, oder? Oder sehe nur ich das so? Ah, warte mal. Ich habe einen ganz anderen Plan. Wieso mache ich nicht einfach hier einen Walljump? Und gehe da hoch. Sag mal, ist das eigentlich mein fucking Ernst gerade? Ich habe gerade einfach nur ein Fragezeichen in meinem Kopf, wo ich mir denke, so... Wie konnte ich jemals überhaupt darüber nachdenken, wie man diesen Goldbock kriegt? Das ist doch voll einleuchtend. What the fuck? Ich fühle mich gerade richtig doof. Du kannst hier deine Grind Boots einsetzen. Spring einfach auf die Schiene und aktiviere sie. So, diese Grind Schiene ist übrigens aber auch richtig nice. Hier gibt es sogar auch zwei alternative Wege. So, und hier fängt auch wieder eine geile Musik an. So. Ich finde diese ganze Grind Actions, ich finde sowas eigentlich total geil, dass man sowas eingebracht hat. So, ich habe jetzt aber nicht aufgepasst in dem Moment. Irgendwo... Gibt es irgendwas, was mir was bringt? Oder, glaube ich, einen Bolt kriegt oder so? Das, ja, weiß ich nicht. Hier irgendwo auf der Grindstrecke bekommt man auf jeden Fall, glaube ich, noch... Gibt es zwei verschiedene Wege. Einen Weg, der im Prinzip legit ist und der andere bringt einen, glaube ich, irgendwie ja, zum Goldbolt eventuell. Ich möchte auch keine Lügen verteilen, ne? Das ist so eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, also es kann sein... So, wenn ich jetzt einfach hier lang cruise, ja, wo komme ich denn da raus? Ich habe das Gefühl, ich komme da hinten wieder raus. Ach so, okay. Ich habe es jetzt noch geschafft, rüberzukommen. Da hinten war sowieso mein Schiff. So, es war also nur dafür gedacht, um die Bowls einzusammeln. So. Ah, okay. Ich habe einfach nur was probiert. Mein Gott, spring rüber. Hä, irgendwie war das doch, glaube ich, auch mal einfacher, die Teile zu treffen, oder? Ich treffe die Teile aber jetzt zum Verrecken nicht. Wow, fuck, Mann.
So, theoretisch kann man die auch einfach alle avoiden. Je nachdem halt, wie man springt. Ist das eigentlich auch relativ einfach. Man muss halt nur im passenden Moment halt eben springen, ne? Und das ist halt nicht immer gewährleistet. So, rechts rüber, denke ich. So, einmal links können wir den Kreisel, sag ich mal, auch unendlich hier einfach mal befahren, aber brauchen wir nicht. So. Oh, fuck, Alter. Wie konnte das passieren? Ha. Halt! Wer seid ihr? Was macht ihr? Wir sind unterwegs, um die Galaxie zu retten. Das hast du gesagt und nimm die Hände runter. Das ist ja lächerlich. Eigentlich ist mir egal, wer ihr seid. Ich muss von hier abhauen. Ich bin zur Armee gegangen, um Geld für die Uni zu verdienen. Ich hätte nicht gedacht, dass es Krieg gibt. Woher auch? Es geht um eine edle Sache, Sir. Edle Sache, na klar. Ich will nur nach Hause zu meiner Familie. Hier. Das habe ich von einem kaputten Roboter. Gebt mir ein paar Bulls für den Bus und es gehört euch. Für den Bus, Alter. Was ist das für ein Wucherbus? 2000 Bulls, ja hier. Dankeschön. Viel Glück beim Galaxie retten. Oder was auch immer. Herzlich willkommen, Vorsitzender Drake. Wie Sie sehen, wollen wir gerade unseren neuen automatisierten Pilotenhelm testen. Mit diesem Helm können die Piloten unsere neuesten Hackenjäger mit ihren Gedanken steuern. Genießen Sie die Vorführung. Wir müssen wohl noch ein paar Kleinigkeiten verbessern. Wow! Wenn dieses Ding mal richtig laufen sollte, dann muss ich einfach eins davon haben. Also wenn Sie für Drake arbeiten, wissen Sie vielleicht, wo er ist? Ist das alles, woran du denken kannst? Drake hier, Drake da. Ich habe selbst Probleme. Wenn du die Wichtigkeit dieser Situation nicht begreifst, dann hast du ein Problem. Ja? Wenn du so schlau bist, wieso bist du dann auf Quarks Trick reingefallen? Ach, vergiss es. Wir müssen beide auf diesem Planeten. Nur das zählt. Infobot für den Planet Gaspar. So, gut, alles klar. Zurück zum Schiff. So, Bridget ist sichtlich ein bisschen angeschlagen, aber das ist nichts, was wir nicht einfach mit ein bisschen Nanotech beheben könnten. So, aber ja, dazu müssten wir erstmal ein bisschen an Nanotech rankommen und ja, mal schauen, wo wir das herkriegen. So. Alter, wir sterben gleich hier, glaube ich, 100%, ey. So, schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. Nanotech, bitte komm her. Ich brauche Nanotech, schalalalala. Ich brauche mehr Nanotech, schalalalala. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass es unten einfach kaputt geht. So, zack, 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 zack. So, ihr seid alle böse. So, ich brauche Nanotech. Oha. Da haben sie hier extra nur so eine Kammer des Schreckens hier aber mal versteckt. Das ist immer. Ja, ich wollte schon fast sagen cool, aber was ist dann cool eigentlich? Eigentlich, ja, schön. Wir haben Munition bekommen. Toll. Was gibt's denn jetzt wo? Ich habe das Gefühl, hinter mir rennt ein Gegner rum. Da brauche ich nichts. So. Das Spiel gibt mir gerade wieder ein bisschen Freiraum. Das irritiert mich ein bisschen. Oh Gott. Ey, mach mal keinen Scheiß, ja? So, gibt's hier irgendwas, was mich abknallen will? Ah, ey. Ich weiß nicht, ob sie mich jetzt abknallt oder nicht. Ich bewege mich jetzt einfach mal ein bisschen. So, die Brücke ist auf jeden Fall gestellt. Soweit ist alles gut. So, aber was gibt's denn jetzt hier? Scheiße, ich dachte, ich gehe jetzt krepieren. Deswegen mache ich hier auch meine komischen Sounds. So, da hinten, ja, keine Ahnung. Eventuell muss man da später runterrutschen. Oder eher gesagt, man kann da später runterrutschen. So, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte mal dieses komische Viechte benutzen. Schallsammler, ne? Was bringt das jetzt eigentlich, die Teile hier kaputt zu machen?